Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von unserem Symfony-Tutorial. Heute schauen wir uns größtenteils Template-Vererbungen an, weil unsere App sieht aktuell ja so aus, als wäre sie wirklich einer Hello World-Applikation entsprungen, aber wir wollen ja was Richtiges bauen, schlussendlich. Das erste, was ich machen möchte, ist diese Route ändern, nämlich dass der Hello World-Controller nicht mehr auf die Hello World-Route zeigt, weil wenn wir jetzt nämlich mal die Hello World Sache hier ins Leben rufen, dann bekommen wir auf der Schrägstrich-Route immer noch unsere Welcome to Symfony 1.0 Applikation mit dem Hinweis, sie sehen diese Seite, weil sie im Debug-Modus sind. Wenn wir also das Ganze releasen würden, wäre diese Seite leer. Deswegen wollen wir das natürlich nicht und schalten unsere Hello World Route mal auf den Default-Controller rum. So, das zweite, was ich mache, ist diese random CSS-Sache, war zwar eine nette Spielerei, aber die kommt dann auch raus. Reload und unser CSS ist weg, beziehungsweise den Teil, den hier der Controller generiert hat. Die Index-Action in der CSS ist so klein, dass man sie gar nicht sehen kann. Die Index-Action in der CSS kommt auch weg. Ne, Quatsch, nicht die Index-Action, die CSS-Action. So. Reload, es hat sich immer noch nichts geändert. So, unser Template wird jetzt aber mal richtiger strukturiert. Und zwar, wir gehen jetzt mal in unsere Template-Directory und machen da mal klar Schiff. Hier liegt ja schon eine base.html.twig-Datei. Die hat Symfony einfach da unverfroren hingelegt. Das ist auch nichts anderes als ein ganz normales HTML-Grundgerüst, wo ein Title, ein Block für Style-Sheets, ein Block für Body, ein Block für JavaScripts existiert. Man kann sich Blöcke so vorstellen wie Platzhalter. So, in unserem Falle, wenn wir nämlich jetzt das Base-Template rendern würden, dann würde er hingehen und diesen Body-Block rendern als leeren Block, weil da ist aktuell nichts drin. Das Ganze kann ich ja auch einfach mal demonstrieren, indem ich hier sage Base-HTML-Twig und das ganze andere Zeug nehme ich hier raus. Dann sehen wir eine leere Seite, weil alle Blöcke in der Base leer sind. Außer hier oben, Welcome, das sehen wir oben auch in der Titelleiste unseres Browsers. Das ist halt der Titel dieser Website. So, was wir zwar machen können, ist, wir können sagen, nimm dieses Template, aber füll diese Blöcke mit jeweiligem Inhalt. Was wir hier zum Beispiel in der index.php machen können. Dann removen wir im Prinzip unseren kompletten Content und sagen hier Block Title, um den Titelblock zu überschreiben mit dem jeweiligen Tag Endblock. Blöcke in Twig lassen sich aber nicht stacken. Das heißt, wir möchten den Titel überschreiben mit dem String Hello Symfony. Das heißt, er geht jetzt hin und wenn wir das jetzt so ausführen würden, fehlt ihm natürlich noch die Information, welches Template soll er denn verwenden. Also woraus sollen die Blöcke ersetzt werden. Das machen wir hier oben mit einem Extends Command. Nicht Endens, Extends Command und da sagen wir halt einfach, wo liegt das Template und das Template liegt unter base.html.twig. Wenn wir das Ganze so machen, dann würden wir in unserem Falle diese komplette weiße Seite sehen, aber jetzt steht im Titel nicht mehr Welcome, sondern Hello Symfony, was wir hier rechts überschrieben haben. Natürlich müssen wir jetzt aber auch wieder in unserem Controller das Index-Template nutzen, also das hier. So, das Index-Template lädt jetzt das Base-Template und ersetzt Hello Symfony als Titel, wie wir hier oben sehen. Wenn wir jetzt unsere Style-Sheets immer noch haben wollen, den würden wir jetzt in den Block Style-Sheet reinsetzen. Da würde er ja logischerweise da auch auftauchen. Und natürlich der Body. Das ist ja das Wichtigste. Der Body, der Body, der Body. Den wollen wir überschreiben. Mit unserem Hello, Guten Morgen, Greeting, Gedöns, Dings, Bums. Da müssen wir gucken. Ja, jetzt habe ich hier die Variablen rausgenommen. Die könnte man theoretisch gesehen wieder reinsetzen. Aber da schreiben wir es einfach auch mal nur Hello World rein. Es reicht ja zum Demonstrieren. Reloaden das Ganze und wir sehen, wir haben kein Style Sheet, weil Random CSS haben wir ja gerade gelöscht. Und Main CSS ist nur die serifenlose Schriftart. Also das heißt, theoretisch gesehen könnte man jetzt in der Main CSS noch ein bisschen was machen, außer Schriftart. Okay, das heißt, wir wissen auch hier, dass Style Sheet funktioniert. Soweit, so gut. So, jetzt haben wir den Vorteil, wenn wir hier sagen wollen, wir wollen zusätzlich zu diesen ganzen Style Sheets auch noch Bootstrap uns
dazu holen oder irgendwelche Default Styles, zum Beispiel wollen wir hier sagen, jeder Text soll rot sein, dann können wir das ganz einfach machen. Und wenn wir theoretisch gesehen jetzt mehrere Seiten haben, die dieses Base Template benutzen, also weiß ich nicht, wir haben später noch eine Index 2 Seite beispielsweise, die das auch benutzen, dann können wir einfach irgendwelche Änderungen im Base Template machen und die würden dann propagieren durch die unterschiedlichen Blöcke nach unten. Natürlich könnte man sowas auch überschreibbar machen, dass man sagt, wir möchten hier in den Style Sheets einen Default Style haben, dass die jeweiligen Templates überschreiben können, aber nicht müssen. So, in unserem Fall würde das Ganze überschrieben werden, wenn wir das noch zusätzlich haben wollen. Also das heißt, wir wollen den Stylesheet-Block nicht überschreiben, sondern erweitern. Dann sagen wir ganz einfach mit geschweifte Klammer auf, Parent, Klammer auf, Klammer zu, die Runden dieses Mal, dass wir noch den zusätzlichen Style des Parent haben, beziehungsweise den zusätzlichen, den Content des Parent haben wollen. In unserem Falle ist es halt nichts anderes als, ja, dieses Style-Definition wird zu diesem Link dazugetan. Das heißt, es funktionieren jetzt beide Sachen. So viel zur Template-Vererbung. Das ist eigentlich ein recht kurzes Thema, das wollte ich noch ein bisschen Setup für die nächste Folge machen, wo wir dann anfangen mit Formularen und Datenbankpersistenzen, beziehungsweise wahrscheinlich eher Formularen. Okay. Get your hands ready. Wir typen jetzt etwas, beziehungsweise ich type etwas wahrscheinlich wieder in sehr merkwürdigem Kauderwelsch. Okay, nennen wir das Ganze doch einfach einmal. Okay, wir haben in unserem Projekt bislang so ein bisschen Hello World Action gemacht und das Ganze sieht natürlich noch nicht so ganz professionell aus. Deswegen möchte ich ein bisschen professioneller jetzt werden. Wir werden in unserem Projektverlauf eine kleine Applikation, eine ganz kleine schreiben. Und in dieser Applikation geht es dann darum, im Prinzip sowas ähnliches wie einen Twitter-Client zu bauen oder eine Twitter-ähnliche Applikation, wo man im Prinzip dann als eingeloggter Nutzer später, aktuell halt erstmal als nicht eingeloggter Nutzer, einen Tweet verfassen kann und das dann im Prinzip auf der Tweet-Seite auftaucht. So, dazu möchte ich dann gerne einen Tweet-Controller oder nennen wir es in unserem Falle einen Woof-Controller, weil wir werden so ein Woof-Net machen. So ein Woofnet, so ein Dognet. Nicht Darknet, sondern Dognet. Auch eine gute Idee. Ich würde ja sagen, nur pun intended, aber es wäre gelogen. Also, genau, das Ding heißt jetzt Woof Controller, das heißt auch in der Datei müssen wir das Ding Woof Controller nennen. Genau, das ist immer noch ein Controller. Die Logik da drin, aktuell tut er sowieso nichts, also von daher raus damit. Jetzt, wo wir den Controller umgenannt haben, müssen wir auch in die Klassendefinition rein. Stimmt, das ist das Problem der Route. Die müssen wir anpassen. Genau, das Ding heißt nicht mehr Hello World Controller, sondern das heißt jetzt Woof Controller. Woof! Alles funktioniert immer noch. Genau, das ist so ein bisschen Projektaufräumarbeit. Theoretisch gesehen kann man in dem Controller-Ordner noch einen Unterordner machen, dass man dann zum Beispiel sagt, wenn wir Woof als Teil im Prinzip unserer Applikation haben wollen, beispielsweise als soziales Netzwerk hat man, wenn man zum Beispiel so eine Twitter-ähnliche Funktion hat, ja Facebook im Prinzip auch, dass man im Prinzip dann einen Post macht, der dann bei anderen Leuten angezeigt wird. So funktioniert im Prinzip Twitter auch, nur halt mit dieser 120-Zeichen-Begrenzung. Dingsbums. Genau. Da wäre dann natürlich dieses Post-Machen eine Subfunktion oder eine Teilmenge. Die Post-Funktion ist eine Teilmenge der kompletten Twitter-Funktion, weil Twitter kann ja noch mehr als nur Posts machen. Genauso wie Facebook auch. Genau, also auf jeden Fall unser virtuelles Hundenetzwerk oder wie man das nennen möchte. Social Network. So nenne ich das Ganze. Unser Social Network Social Network soll dann natürlich auch mehr können als nur diese Woof, also diese Tweet-Funktion im Prinzip. Dazu aber dann später mehr. Ich würde sagen, das war's für dieses Tutorial. Im nächsten Tutorial geht es weiter mit Formularen in Symfony. Ganz einfach, ganz schmackhaft. Und bis dahin, euer Mamazu.
Okay, ich habe noch ein kleines Addendum an diese ganze Tutorial-Sache. Und zwar ist es so, wir haben ja den Controller in diese Woof-Directory verschoben. Jetzt müssen wir auch den Namespace anpassen, nämlich mit Backslash Woof. Wenn wir den Namespace anpassen, müssen wir auch in der Routendefinition den anpassen. Und haben jetzt hier App-Controller Woof, Woof-Controller und in der Klasse steht halt Namespace App-Controller Woof mit dem Woof-Controller. Reloaden wir die ganze Sache und sie funktioniert noch. Natürlich muss ich einen Hustenanfall bekommen während des Videos. Stirb. Nicht während des Videos.